Dank Ubisoft konnte ich schon das zweite DLC von Far Cry 6 anzocken und kann euch genau sagen, was euch erwarten wird. Bleibt gespannt. Servus Guerilla Fighter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet ein babamäßiges Wochenende. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corey Fios. Bei mir gibt's News und Guides zu Open World und Rollenspielen. So natürlich auch zu Far Cry 6. Dank Ubisoft durfte ich in das zweite DLC einen Tick früher reinschauen, habe es soweit schon durch und kann euch eben sagen, was ihr vom neuesten DLC erwarten könnt. Es gibt sogar eine komplett neue Waffenart. Das wird auf jeden Fall einige freuen. Aber das zweite DLC hat auch einige Schwächen. Welche das sind, zeige ich euch in diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video informiert. Im zweiten DLC von Far Cry 6 schlüpfen wir in die Rolle von Pagan Min. Der Bösewicht aus Far Cry 4 war ja damals ein sehr beliebter Teil. Wir werden wieder auf einer neuen Insel in diesem DLC abgesetzt, die sehr stark an Far Cry 4 natürlich erinnert. Sehr farbenfroh, wunderschöne Wiesen. Da war ja das DLC ganz anders mit den Haien am Himmel und so weiter. War ja allgemein ein bisschen freakier. Hier ist das Ganze ein bisschen farbenfroher und ich würde sagen ein bisschen normaler. Wobei man normal auch nicht unbedingt sagen darf. Wir werden dort natürlich wieder über die Geschichte etwas erfahren, über die Vorgeschichte, diesmal von Pagan Min. Das Spielprinzip ist im Endeffekt dasselbe wie beim vorherigen DLC von Vaas. Also wer schon beim ersten DLC ja dieses System nicht gefallen hat, dass man immer wieder neu rein startet, versucht sich stärker zu machen, der wird natürlich das zweite DLC jetzt auch nicht so gut finden, wobei natürlich einige Unterschiede mit dabei sind. Am Anfang startet man wieder in einem Safe Room für diejenigen, die das erste DLC nicht gespielt haben. Man kann dort gegen Respekt diesmal neue Waffen und Fähigkeiten freischalten. Respekt muss man sich aber erst im Spiel verdienen. Am Anfang hat man nur eine Pistole inklusive sehr wenig Leben und erkundet eben die neue kleine Open World Insel. Man kann dort verschiedene Aktivitäten abschließen. Unter anderem findet man eben dort neue Waffen. Dazu muss man aber erst eine Truhe aktivieren, dann kommen mehrere Gegner, die man eben ausschalten muss. Und als Belohnung bekommt man dann eben diese neue Waffe, mit der es sich natürlich deutlich einfacher spielt als mit der allerersten Pistole, denn die ist echt wirklich schlecht und gerade am Anfang ist das Spiel dadurch deutlich schwieriger. Man hat wenig Leben, nur eine blöde Pistole und es kommen eben einige Gegner. Wenn man das aber geschafft hat, dann hat man eben eine neue Waffe. Gerade am Anfang kann ich euch empfehlen, dass ihr euch die MP34 holt. Die ist echt extrem stark, super präzise, sowieso meine Lieblings-MP. Die gibt es hier an dieser Location, also direkt, wenn ihr am Anfang startet, solltet ihr dorthin gehen, versuchen die Wellen zu überstehen, die dort kommen und dann bekommt ihr eben eine MP34, das Spiel wird deutlich einfacher. Was ich euch auch empfehlen kann, ist dann, wenn ihr genügend Respekt angesammelt habt, durch Truhen, die ihr dann geöffnet habt oder Gegner getötet, solltet ihr zurück in den Safe Room gehen und dort an den Spiegel und die linke Spalte runterskillen. Am Anfang ist das noch relativ günstig, aber ihr bekommt dadurch immer mehr Leben, teilweise auch mehr Spritzen und mehr Leben bedeutet, ihr habt es im DLC deutlich einfacher. Das macht wirklich, das ist A und O Leben. Ja, danach könnt ihr am Schluss im Endeffekt, wenn ihr es komplett durchgestillt habt, easy durchlaufen, durchrushen, was am Anfang eben nicht möglich ist. Schaut aber wirklich auch die anderen Fähigkeiten an, da sind auch echt nützliche mit dabei. Das Schlimmste, was euch im DLC passieren kann, ist, dass ihr drauf geht, denn dann verliert ihr fast euren kompletten Spielfortschritt und müsst von vorne beginnen, eben nochmal die neuen Waffen farmen, die ganze Aktivitäten eben abschließen und da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, vorsichtig vorgehen, um eben nicht drauf zu gehen. Mit jeder neuen Aktivität, die man abschließt und Gegner, die man eben tötet, bekommt man neue Waffen, Respekt, womit man im Safe Room dann eben neue Fähigkeiten und Waffen-Upgrades kaufen kann. Hin und wieder lassen die Gegner oder auch Truhen Herzen fallen. Die geben zusätzliche Boni, die man unten in der Leiste eben aktivieren kann oder eben mit aufnehmen kann. Und gerade auf höherem Schwierigkeitsgrad lassen die Gegner oder die Truhen echt gute Herzen fallen. Sind am Anfang weiß, werden später Gold und da bekommt man teilweise mehr Respekt, kann mehr Schaden machen, hat mehr Spritzen, mehr Leben. Das macht wirklich einen deutlichen Unterschied. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da auf jeden Fall schnell ein paar gute Herzen bekommt. Die rüstet man dann einfach aus und somit kann man dann mit der Zeit sein Bild immer wieder verbessern. Natürlich gibt es auch Hauptmissionen, die man abschließen kann, um das DLC dann eben zu beenden. Es wird am Schluss sogar einen stärkeren Bossfight geben. Könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und man muss sich da eben ein bisschen vorbereiten, bessere Waffen farmen und so weiter, um am Schluss eben den Boss zu schaffen. Am Schluss, wenn man das DLC abgeschlossen hat, gibt es auch einen Punktestand, wo man eben sehen kann, wie gut man war, was man abgeschlossen hat. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und dann kann man natürlich nochmal erneut in das DLC reingehen. Ist man nicht draufgegangen, startet man mit seinem Equipment weiter in den nächsten Run rein, kann natürlich die Schwierigkeit gerade erhöhen, umso mehr
Respekt bekommt man im Endeffekt und umso bessere Herzen werden fallen gelassen. Die Waffen bleiben soweit gleich, aber durch mehr Respekt kann man die Waffen eben wieder upgraden, verbessern, neu herstellen. Man kann sich die ganzen Fähigkeiten kaufen, mehr Herzen freischalten, die Slots zumindest, bessere Herzen finden. Und so macht man eben, oder so wird man eben im DLC immer stärker, kann es immer wieder neu abschließen, bis man irgendwann eben auch in dem höchsten Schwierigkeitsgrad drin ist und den im Endeffekt dann abschließt und eine riesenhohe Punktzahl hat. Bevor wir jetzt zu den ganzen neuen Gegenständen kommen, die man sich im zweiten DLC für das Hauptspiel freischalten kann, inklusive neuen Waffenart, kommen wir erstmal zu den schlechten Punkten im zweiten DLC. Da gibt es wirklich einen ganz großen. Und zwar hat man das erste DLC gespielt, das war's DLC. Kennt man natürlich auch das zweite Pagan Min DLC, denn es ist im Endeffekt das gleiche Kernsystem. Man startet mit nix und levelt eben nach oben und versucht dann eben die verschiedenen Aktivitäten abzuschließen. Dadurch, dass mir das erste DLC besser gefallen hat und ich habe es komplett durchgesuchtet auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden, habe einen perfekten Charakter mir hochgezogen, habe ich persönlich nicht so viel Lust im zweiten DLC das nochmal zu machen, weil mir eben auch das zweite DLC ein Tick schlechter gefällt. Es ist zwar auch eine schöne Open World, ich fand das aber mit Vars eben cooler, mit den Haien oben am Himmel, mit dem ganzen Blut der Dschungelwelt fand ich schöner als eben diese, ja wie soll ich sagen, diese schönen Blütenwelt mit den schönen Wiesen und so weiter. Und deswegen habe ich eben nicht so viel Lust, das zweite DLC auch nochmal komplett durchzuzocken. Für mich persönlich wäre es auf jeden Fall cooler gewesen, hätte Ubisoft nochmal irgendwie eine neue Spielmechanik dann im zweiten DLC reingebracht, dass es irgendwie anders funktioniert. Dann hätte ich persönlich mehr Lust, eben auch noch das zweite DLC durchzuzocken. Wer aber zum Beispiel sagt, das erste DLC mit den Haien am Himmel und so weiter hat mir gar nicht gefallen, oder ich fand zum Beispiel, war es auch nicht so ein cooler Charakter, finde Pagan Min viel cooler, und auch die Open World gefällt mir besser, hat wahrscheinlich im zweiten DLC mehr Spaß als im ersten. Ist eben absolute Geschmackssache. Das Kernsystem ist halt leider gleich und dadurch kennt man eben wahrscheinlich auch das dritte DLC mit Far Cry 5. Mit dem Bösewicht hat man wahrscheinlich wieder eine neue Open World und hat aber das gleiche Kernsystem. Und das finde ich persönlich eben allgemein ein bisschen schade. Freue mich aber trotzdem auf das dritte DLC. Mal schauen, wie das werden wird. Bin auch gespannt dort auf die Open World. Kommen wir nun zu den ganzen Gegenständen, die man sich im zweiten DLC fürs Hauptspiel freischalten kann. Ihr seht sie hier unter Punktestand, wenn ihr im zweiten DLC eingeloggt seid. Und zwar kann man hier unten eben verschiedene Sachen freischalten. Als allererstes die Haare. Wir schauen uns gleich die Boni von diesem Set dann an. Die Haare, da muss man 25.000 Punkte besitzen in einem Abschluss. Ihr seht, bei mir oben rechts sind 29 Punkte rausgekommen. Wenn ihr fast alles abgeschlossen habt im DLC, solltet ihr easy über die 25.000 kommen. Als zweites gibt es die Jacke. Dafür muss man das DLC einfach so abschließen. Als drittes gibt es die Hose. Da braucht man 8.000 Respekt. Ich selber sehe das jetzt nicht mehr, weil es eben schon freigeschaltet ist. Bei euch steht das aber da. 8.000 Respekt muss man auf einmal mit sich führen. Ist ein bisschen tricky. Am Schluss geht es aber relativ schnell. Und bei den Schuhen muss man zum Beispiel alle Orte entdecken. Seht ihr hier, 21 Orte gibt es im DLC, die man sehen muss. Und bei den Handschuhen braucht man alle Waffen. Man muss alle Waffen freigeschalten haben, eben in der Open World entdeckt. Und zu guter Letzt muss man eben hier noch verschiedene Sachen sammeln, um eben ja hier fürs Fahrzeug so eine kleine Statue zu bekommen. Das habe ich aber nicht geholt, weil ich einfach keinen Bock hatte. Das Fahrzeug benutze ich fast eh nie, sondern immer nur den Helikopter. Hier bin ich jetzt im Hauptspiel eingeloggt. Ihr seht auch schon eine Waffe, die man bekommt, wenn man einfach nur das DLC besitzt. Wow, es ist es hier auf der anderen Seite zu. Und zwar eine Armbrust. Das gab es bis jetzt im Spiel eben noch nicht. Und man kann eben so die Gegner abschießen. Ist aber jetzt nicht die allerkrasseste Armbrust. Man muss natürlich auch treffen. Ist aber eine komplett neue Waffenart. Ist aber unter den Bogen angesiedelt. Aber wie gesagt, eine Armbrust gab es bis jetzt im Spiel noch nicht. Seht ihr hier eine einzigartige Waffe. Kann man natürlich auch nicht verändern. Da war die Handfeuerpistole vom Vars, finde ich, deutlich stärker. Aber einige von euch haben sich wirklich eine Armbrust gewünscht. Und die ist jetzt hier mit dem DLC dann ins Spiel reingekommen. Man hat eben oben einen Zweifach-Zoom, ist es glaube ich drauf, und eben ein Boni. Es wird zusätzlicher Waffenschaden bei Gegnern mit niedriger Gesundheit erzielt. Ihr habt vorher gesehen, Körpertreffer habe ich schon eine gebraucht. Man sollte eigentlich gucken, dass man immer auf den Headshot geht, dann ist es ein Schuss. Bei Helmen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht finden wir jetzt gleich noch mit dem Helm, ja,
Ich bin mal gespannt, ob mal separat auch so nochmal die Waffe reinkommen wird. Fände ich auf jeden Fall cool, die man komplett modden kann. Eine Stufe 4 Waffe wäre auf jeden Fall richtig nice und stark. Ja, es ist auf jeden Fall ein Anfang, würde ich sagen. Und ich glaube, einige werden sich auf jeden Fall freuen und hier mit der Armbrust zocken. Ich schieße jetzt hier den einen Kollegen noch ab, hat aber leider auch keinen Helm. Also normale Gegner sind auf jeden Fall mit einem Headshot tot. Und es ist natürlich auch leise und schnell nachgeladen. Man hat ein 8er Magazin, was natürlich auch stark ist. Kommen wir zu den einzelnen Klamotten. Ihr seht hier das komplette Set schon ausgerüstet. Mit den Haaren ist es schon lustig. Der Bonus bei den Haaren, du richtest mehr Schaden an gegen... Du richtest mehr Schaden an gegen den zuletzt mit derselben Waffe getroffenen Gegner. Ist natürlich zum Beispiel tipptopp für diese Armbrust. Ja, wenn man öfter schießt auf Körpertreffer, machen die immer mehr Schaden und der Gegner ist schneller tot. Du erhältst mehr Pesos, wenn du Zivilisten aus gefangenen Konvois am Straßenrand befreist. Ja, schwierig, macht man wahrscheinlich jetzt nicht allzu oft. Ein bisschen mehr Pesos gibt es dann eben. Du erhältst eine zusätzliche Supremo-Ladung für Nahkampf-Kills. Wenn man im Nahkampf unterwegs ist, ist es natürlich keine schlechte Hose. Ansonsten, du gehst beträchtlich schneller, aber sprintest langsamer. Gefällt mir persönlich jetzt nicht sehr der Bonus. Ich sprinte immer gerne, ist aber allgemein Geschmackssache. Und du richtest ein bisschen mehr Schaden an gegen markierte Gegner. Ja, auch schwierig, verwendet man wahrscheinlich eher etwas weniger. Ich muss sagen, allgemein, das Vars-Set hat mir besser gefallen als das Pergamin-Set. Ist aber auch wieder hier Geschmackssache, wie man eben spielt. Für mich hat das erste besser, erste Ausrüstungsset besser. Auch die erste Waffe mit der Pistole, die war auch extrem strong, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Echt nice. Zielsuchende Munition seht ihr hier. Das ist die Waffe. Hirnficker heißt sie. Auf jeden Fall ein legendärer Name. Und hat zielsuchende Munition, macht das Spiel natürlich deutlich einfacher, ist aber wirklich ein richtig cooler optischer Effekt. Das war's soweit vom Review, schreibt mal gerne in die Kommentare, freut ihr euch auf das DLC oder sagt ihr jetzt eher nach den Infos wieder dasselbe oder nahezu dasselbe, gefällt mir persönlich nicht so. Bin ich mal echt gespannt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat oder auch informiert und ansonsten, wer nichts zu Far Cry 6 verpassen möchte, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Video, viel Spaß beim Zocken, ich bin weg. Ciao, haut rein!